So, willkommen in Olafs Kochstudio. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ne? Schön Hackfleisch hier, massig, dann Zwiebeln klein geschnitten. Und eine geheime Gewürzmischung, das könnt ihr auf meiner Kochseite sehen, wie ich meine Frikadellen mache. Und ein paar Eier und das Hack natürlich. Und denkt immer dran, Hände waschen beim Umgang mit Fleisch und Eiern. So, und das ist echt immer so, genau 7 Frikadellen, also die Größe, die ich so kenne, für 1 Pfund Hack. So, da ich 2 Pfund Hack gekauft habe, sind das heute 14 Frikadellen. Und ab in die Pfanne damit. Bisschen Lauch dazu. So. Und das ist hier eine Schmiede, also eine Pfanne, da kann man ultra geil Frikadellen drin braten. Jo, was wichtig ist beim Frikadellenbraten, langsam. Hier, ich bin auf 1,5 von 3 auf der Skala und dauert zwar länger, aber ist besser. So, was ich noch dazu mache, ist das hier. Bisschen Lauch, das wird nachher einfach mit Sahne mit Sahne aufgekocht, das reduziert von selbst und dann hat man gleich ein bisschen Soße dazu. Kartoffeln habe ich letztens schon vorgekocht, wollte nur noch warm machen. So, ich habe da noch was anderes gemacht jetzt. Ich hatte so eine Bouillon-Lie, so in Gelee-Form, also sehr konzentriert. Und dann habe ich das kurz mit Wasser ein bisschen aufgekocht, aufgelöst und dann Sahne dazu. So, cool, brauche ich gar nichts mehr abschmecken, erst rein. Der Lauch kommt da jetzt rein und dann ist er fertig. Und fertig. Sieht auch lecker aus. Ein bisschen Apfel. Ein bisschen Apfelsine. Ein bisschen Banane. Ein bisschen Nektarine. Und fertig ist der Obstsalat.